So, Folge 1 von Marv zockt World of Warcraft Instanzen. Heute aus den Todesminen. Level 16, also genau richtig. Die Quest hatte ich irgendwann mal zwischendurch schon mal angenommen. Hatte aber nicht gepasst, weil ich quasi erst die am Ende angenommen habe, weil ich da erst dazugekommen bin. Kann ich mich hier wegteleportieren? Probiere ich vielleicht so nicht aus. Ist der Tank? Der Tank. Da hinten. So, ist ja gleich eine schöne Bombe, die ich werfen kann. Oh, das ging jetzt aber schnell. Mal Level 17 geworden. Todesminen haben sich ganz schön seit Classic geändert. Immer andere Bosse mit rein, also die Grundstruktur der Todesmine, die ist letztendlich gleich geblieben. Aber die Bosse haben sich geändert und sowas alles, also da ist schon einiges passiert. Einfach auch um ein paar alte Spieler, möchte ich einfach mal sagen. Nicht alt im Sinne von altersmäßig alt, sondern im Sinne von, die haben schon mehr gespielt hier. Auch noch zufriedenzustellen. Kann ich hier rauswerfen? Die Granaten habe ich nicht mehr. Ich wollte sagen, bin ich schon wieder das nächste Level aufgestiegen? Nee. Ja, alles ohne Level-Equip noch. Mach natürlich dadurch jetzt nicht so wahnsinnig viel Schaden. Aber das ist in Ordnung. Level-Equip wäre die ganze Geschichte natürlich noch ein bisschen anders. Aber ihr seht ja, jeder hat was. Aber ich will nicht. Bin ich zu schnell, zu groß? Wer das Spiel noch ein bisschen genießen, gerade die Instanzen, gerade die Zeit, wo man so, wo man hochlevelt, finde ich sehr cool. Wäre ja nur nicht selber beschneiden. Oh, voll daneben gesprungen. Upsala. Der Chat ist so still, ja. Zeit fürs Mittagessen. Deswegen sind nicht so viele da. Feuer frei! Mittlerweile ist das so, gerade weil die Leute halt alle zum größten Teil einfach Level-Equip haben, dass die meisten einfach gar nicht mehr auf irgendwas wollen. Oder wenn, dann in Anführungszeichen Style-Equip oder so. Oh, das war so eine coole Waffe. Die war damals richtig. Jäger konntest du die auch tragen. Früher, damals, als ich noch jung war. Vor 10 Jahren. World of Warcraft. Ich glaube gar nicht, dass man. Ich glaube gar nicht, dass das Spiel so lange laufen kann. Die bauen immer noch neue Add-ons. Also. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon aufgehört habe. Also, das ist. Auch neu, dass man dann einfach darunter springt hier. So, heilen kann ich dich nicht. Heilen musst du dich selbst. Heil dich selbst, dann heilt dich der Parler. Maschinenperl. Einschnitt. Der dicke, ne? Ja. Wo ich denn darauf? So, waren hier nicht immer noch irgendwelche Ingenieurskisten? Können wir den Dicken schon angreifen? Ich finde, man pflügt mittlerweile so schnell durch die Instanzen durch und das ist eigentlich auch egal, auf welchem Level du das machst. Also, es ist auf allen Levelstufen eigentlich so, dass die. Dass du mal eben gerade sagen kannst, ja, ich mach mal eben schnell die eine Instanz, dauert so eine Viertelstunde. Ich weiß noch, wie man früher ewig in den Instanzen gewesen ist. Da hast du ewig gebraucht, um so ein Ding fertig zu kriegen. Jetzt ist natürlich die Frage, will ich das zurück? Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht. Und der Typ ist durch den Boden gefallen. Ne, da ist er. Wer tankt denn jetzt hier? Die Schurken. Die machen aber auch dicken Schaden. Ja, das ist aber auch ein ganz schöner Unterschied bei denen jetzt hier. Keine Arbeit, ja. Keine Arbeit, kein Problem. Jetzt. Mit allen in der Nähe befindlichen Einheiten körperlichen Schaden zu. Für einen Nahkämpfer ist das super. Für einen Fernkämpfer ist das eigentlich egal. Mein stylischen Superjump hier noch ein bisschen trainieren. Irgendwie Makro, was mich auf einmal um 180 Grad dreht und dann kann ich den auslösen. Aber ich drehe mich manchmal immer so ein bisschen zu weit. Oder gerade ein bisschen zu wenig. Das ist dann nicht so gut. War aufgemountet hier. Ich komme gar nicht so schnell hinterher. Ich hätte auch auf Mounten können. Selbst schuld. Aber da kann ich nicht looten. Da kann ich. Oh, die steht meinem Charakter richtig gut. Räder, zwei Beweglichkeit, ein Ausdauer. Ja, dann nimmt er wohl nicht. Aber das sind auch sogar die richtigen Handschuhe. Jetzt brauche ich nur noch die Jägerhose und die Stiefel. Die kosten im Auktionshaus bestimmt ein Schweinegeld. Oh, die hätte ich ja richtig gern, ne? Weil da habe ich schon die Hose zu. Das wird zu meinem Jäger gut passen. Und ich habe sie nicht bekommen. Was haben wir hier? Rana. Man kann ja im Moment durch dieses ganze Transmog-Zeug so viel Gold machen. Gerade auf Equin wird ja kein Gegenstand unter 400 Gold verkauft. Wenn, dann hast du halt echt Glück gehabt. Spürt ihr den Schauer auf eurem Rücken? Nebel zieht auf. Nebel zieht auf. Zwei Sekunden da ist er wieder weg. Ne, komm zurück. Komm zurück. Nicht irgendwelche Kanonen angreifen. Komm zurück. Das war ein falscher Befehl hier. Bisschen wie mein eigener Hund. Geh da hinten hin. Ne. Okay, dann bleib hier. Ne, jetzt gehe ich nach da hinten. Das für ein Addon, was das genau in die Mitte da platziert, diese blöden Dinger. Wenn du gleich wieder BGs machst, wäre ich dabei. Ich werde, glaube ich, erstmal Mittagessen gleich. Also vielleicht mache ich noch eine Instanz. Ich melde mich nochmal für was an und dann, glaube ich, Feierabend. Aber BGs später sich. Gucken, dass ich die Jägerhose noch bekomme und die Jägerstiefel. Sieht schon cool aus, dieses Bett. Arbeit abgeschlossen. So. Klinge brav. Ich bin schon Level 18. Braucht ihr Hilfe? 3 Beweglichkeit, 3 Ausdauer? Nehme ich. Das Licht sehen. 5 Dungeon Quests. Der ist aber hässlich. Also das Grün, das geht ja noch, aber was macht denn dieses türkise Ding an der Seite? Wer entwirft denn sowas? So, das war World of Warcraft Instanzen Folge 1.